Heute möchte ich mit euch neue Rennen machen und weiterquesten. Verlieren wir also keine Zeit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Equestrian. Huch, was hat denn er hier, der Gent? Ich war im Urlaub weiter fleißig. Ich habe 2350 Gems zusammen. 4 silberne Schlüssel sind's. Die könnten wir theoretisch heute auch noch aufmachen. Und ich habe aber noch Dailies offen, die ich machen muss. Zwar jeweils noch 2 Cross-Country-Practice und 2 Springen-Practice. Und die würde ich jetzt heute gerne mit euch machen. Also, was steht hier als nächstes an? Level 6. Wir haben keine Challenge. Und ich kann mich kein Stück mehr an den Parcours erinnern. Jetzt kommen wir dann auch langsam in die Bereiche, wo ich mit dem alten Account gar nicht mehr gewesen bin. Von daher wird's spannend. Ihr hört es, ich bin erkältet. Ich bin jetzt gerade den ersten Tag aus dem Urlaub zurück. Wir haben jetzt... Was haben wir denn heute? Den 2. Oktober haben wir. Und ich habe mich dummerweise auf Sardinien ziemlich zu Anfang... Oh no, ich habe... Das war unnötig. Das war sowas von unnötig. Und ich habe dummerweise auf Sardinien mir eine Erkältung eingefangen. Ich nehme mal an, durch die Klimaanlage. Ich kann es mir zumindest nicht anders erklären. Ich bin, was sowas angeht, eigentlich total unempfindlich. Ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Aber... Irgendwann ist immer das erste Mal. Es ist ja auch so, dass oft, wenn irgendwie Stress abfällt und der Körper halt nicht mehr funktionieren muss, dass dann der Körper auch sagt, okay, jetzt lehne ich mich quasi selber mal zurück und jetzt bin ich einfach mal krank. Also im übertragenen Sinn. Oh, es war nicht magnificent. No. Aber ihr wisst, was ich meine und ich glaube, das war es halt bei mir irgendwie dann. Und jedenfalls war dann Ende. Deswegen waren auch 2 Tage im Urlaub, war ich überhaupt nicht fit. So, das hier machen wir auch noch. Warte mal, was ist das? Inspiring Jumps. Was ist Inspiring Jumps? Ich weiß nicht, was das für eine Challenge ist. The Bridges of Hardside County. Okay, Leute, das hier, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein für mich... Oh, das war direkt schon mal kein guter Anfang. Ah ja, hier kriegen wir wieder Ausdauer zurück. Hier bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass das für mich ein komplett neuer Parcours ist. Das sagt mir gerade optisch überhaupt nichts. Aber sieht richtig schön aus. Ich bin mega gespannt, was uns hier in dem Spiel noch alles erwartet. Ich habe ja so viel noch nicht gesehen. Ich weiß, dass viele sich beschweren, dass es viele Cheater gibt und nichts dagegen getan wird. Das ist mir jetzt momentan persönlich erstmal noch egal. Weil ich selber noch nicht weiß, was für Auswirkungen das im Endeffekt auf das Endgame hat. Mit Sicherheit hat das fiese Auswirkungen, kann ich mir vorstellen. Weil wenn man irgendwie an den Events teilnehmen möchte und gut platziert werden möchte und man hat dann gegen Cheater keine Chance, klar, das ist natürlich mega frustrierend. Deswegen werde ich auch, glaube ich, das Spiel nicht irgendwie mit Wert auf Wettkämpfe spielen, sondern einfach mit Wert auf die Story. Das ist so zumindest mein Gedanke jetzt momentan, wie ich, mit welchem Fokus ich das Spiel spielen werde. Und in dem Moment ist es dann nicht schlimm, aber ich kann jeden verstehen, der da frustriert ist. Und ich weiß auch nicht, wie schwer oder leicht es bei einem Spiel ist, diese Art, was ursprünglich eigentlich fürs Handy erschienen ist, da gegen Cheater vorzugehen. Ich habe keine Ahnung. So. Fast noch ein bisschen besser geworden in der Ausdauer. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Cross-Country-Daily auch abgeschlossen. Zack. Damit sind wir auch noch wieder ein bisschen weiter. Oh, hier, Rough Riders Track haben wir auch abgeschlossen. Gibt auch nochmal ganz gute Belohnungen. Und A Bridge to Far. Also Leute, das gibt ja jetzt hier wieder massig Belohnungen. Das gibt gerade wieder massig Belohnungen, was Gems angeht. So, der nächste Parcours. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Line-Challenge. Ja, genau, da ist wieder diese rote Unterlegung. Das ist es rot unterlegt, dann ist es, glaube ich, immer diese Linien-Challenge. Das ist der Bereich, wo ich dann nicht unbedingt rausreiten sollte, um keine Line-Penalty
Penalty zu kassieren. Aber ich war jetzt gerade drin und ich habe trotzdem minus 7 bekommen. Also ich glaube, ich muss halt wirklich... Ich glaube, wenn ich aus dem Roten rausreite, ist komplett schlecht. Das hier war gerade richtig mies. Aber ich bin halt auch, Leute, ich bin so un... Ja, minus 14. Ich bin halt so super ungeduldig. Deswegen, ich will halt immer abkürzen. Die Line-Penalty-Turniere, die finde ich total schlimm. Die machen mir halt auch irgendwie gar keinen Spaß. Also die Turniere an sich sind ja okay, aber... Oh. Oh nee, ich muss allen Ernst diesen Parcours auch noch zweimal reiten. Ey, was eine Grütze. Da bin ich froh, dass wir gleich direkt das nächste noch freischalten. Das dauert dann ja auch super lang. Guck mal, wir sind jetzt einfach schon eine Minute dran. Also das ist ja mal... Boah. Also ich weiß schon, was ich definitiv niemals reiten werde wieder, um meine Dailies abzuschließen. Ist mir auch egal, ob das dann irgendwie ein Event ist oder nicht. Im Moment ist es ja, glaube ich, sogar Event, dieser Parcours hier. Richtig garstig. Ich meine, ja, wenn man dann ein Pferd hat, was auch noch von der Agility besser trainiert ist. Deswegen macht es schon auch Sinn, sich mehrere Pferde hochzuleveln. Dass man welche hat, die zum Beispiel sehr wendig sind, um diese Line-Penalty-Herausforderungen abzuschließen, gescheit. Aber gut, guck, immerhin haben wir drei Schleifen bekommen, das ist okay, damit kann ich leben. Damit kann ich schon irgendwie leben. Was haben wir jetzt bekommen? Plong, plong, plong. Practice makes perfect. Und show, jump and style. Gucke mal hier. Und invite to the big show. Ja krass, guck mal, nochmal 150 Gems. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Und jetzt reiten wir noch eins. Was haben wir hier? Angle of Approach. Okay. Und erlaubte Zeit 42. Das heißt, es sollte möglich sein, innerhalb von 40 Sekunden das ungefähr abzuschließen. Und da muss ich jetzt gucken. Oder jetzt muss ich aber gucken, dass ich beides im grünen Bereich habe. Auch nicht ganz einfach, aber finde ich deutlich cooler. Hab ich aber, also das hier bin ich definitiv auch noch nicht geritten. Das ist mir komplett neu. Das habe ich auf dem alten Spielstand nicht gemacht. Also das scheint mir schon wieder deutlich eher meins zu sein. Das war jetzt leider nur nice. Klingt auch, das war nur nice. Aber ich glaube, das war nicht schlecht. Aber guck, trotzdem nur drei Schleifen. Also ich muss auf jeden Fall auch da noch an mir arbeiten. Oh, hier, guck mal, fast ein Level up. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Es wird, es wird. So. Und das gibt auch nochmal Gems. Wie viele Gems haben wir denn jetzt? Leute, wir haben 2710 Gems. Da können wir eigentlich auch mal einen goldenen Schlüssel aufmachen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich warte jetzt mal noch mit dem Silbern. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal... Speak to Phil at this house. Oh, da kriegen wir 200. Krass. Warte mal, stopp. Was stand da? The Barclay Experience. Ah, das ist jetzt hier so eine Questline. Speak to Phil. Wo ist der denn? Da ist der. Ja, okay, in die Richtung, alles klar. Ich habe übrigens dummerweise beim Herumreiten, um diese Gather-Challenges abzuschließen, habe ich einen Eimer gefunden. Damit habe ich aber noch nichts gemacht. Ach, jo, die Quest war das. Hello, Phil. Remember me? You fixed the roof of my parents' ranch many years ago. You had to come back a few times because it kept leaking. Hallo, Phil, erinnerst du dich noch an mich? Du hast das Dach der Ranch meiner Eltern repariert vor einigen Jahren. Du musstest mehrfach zurückkommen, weil es immer noch durchgeregnet hat. Perhaps, but it's not my problem anymore. They already paid me. Ja, vielleicht, aber es ist nicht mehr mein Problem. Sie haben mich schon bezahlt. No, no. Debbie said I should chat to you about a fallen tree that's blocking the road. Nein, nein. Debbie hat gesagt, ich soll mal mit dir über einen umgestürzten Baum reden, der die Straße blockiert. Ah, yes, of course. Just know my rates have gone up because of the championship.
I'm tremendously busy these days, you know, but a gap just happened to open in my schedule. I'll forward my quote to Winston. Ah, ja, natürlich. Aber du solltest wissen, dass meine Preise wegen der Meisterschaft stark gestiegen sind. Ich bin auch extrem beschäftigt in der letzten Zeit, weißt du. Aber ja, tatsächlich hat sich da eine kleine Lücke auf meinem Zeitplan und meinem Terminplan ergeben. Ich gebe Winston Bescheid. Great. I'll be on my way then. Okay, großartig. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Hold on. I need you to assist me. I mean, volunteer. My staff quit on me this morning and I need someone to get Barclay, my Clydesdale. Who do you think's going to pull that tree out of the road?